Genau, ein Punkt zum Klassenerhalt. Andreas Köpke und Bodo Ebner trafen auch noch die beiden Konkurrenten um die Nummer 1 in der deutschen. Auf Andi Köpke, der Nürnberger Kapitän, übernimmt die Verantwortung. Er war stürmisch gefordert worden von den Fans. Das direkte Duell der Nationaltorhüter. Köpke, er trifft. Das 1:1, der Ausgleich. Es war nicht nur ein Tor für den 1. FC Nürnberg, es war auch ein Tor für ihn selbst. Im Kampf um die Nummer 1 mit dem Bundespokal.